So, wir haben jetzt die ganze erste Episode quasi damit verbracht, durch den Stall zu laufen. Was ist mit dem? Ich sollte da doch noch irgendwas machen, oder? Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin John. Schon wieder? Du bist noch recht neu hier? Nee, so neu bin ich nicht mehr, weil ich habe gerade schon mit dir gesprochen. Ich sollte aber da hinten mit der einen Dame sprechen. Ich kann aber immer noch nicht schneller reiten jetzt, ne? Schade. Die anderen sind alle so schnell. Mein Pferd bleibt immer wieder stehen, weil es keine Lust mehr hat. Was ist denn mit dir? Soll ich mit dir ein Rennen machen? So, willst du einen eigenen Reitclub gründen? Dein Level reicht nicht aus, um einen Reitclub zu gründen. Nee, will ich eigentlich auch nicht. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen hier durchreiten, wenn ich ehrlich bin. Jenna! Hallo, Jenna! Hallo? Hallo Susanne, ich habe dich schon erwartet. Ja, sprich mit dem Stallmädchen abgeschlossen. Wollt ihr mich veräppeln? Sagt ihr mir jetzt nur, dass ihr mich erwartet habt? Hallo, du bist Susanne. Willkommen im Moorlandstall. Normalerweise führt Thomas Moorland neue Besucher herum, aber er ist jetzt sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du von dieser schrecklichen Firma gehört hast, GED, die die Ställe abreißen will, um Luxus-Apartments zu bauen. Bitte was? Geht ja gar nicht. Aber genug davon. Bevor ich dich um die Stalltore hinausreiten lasse, musst du mir zeigen, dass du reiten kannst. Es gibt einen kleinen Hof hinter mir. Zeige mir, dass du die Grundlagen kennst und reite über die Strecke dort. Kein Thema. Also ich weiß jetzt schon, wie ich rückwärts reiten kann und wie ich rechts, links und vorwärts reite. Reite eine Runde und komm zu mir zurück. Ja, das machen wir doch mal glatt. Drücke den Button, wenn du das Rennen, um das Rennen zu starten, okay? Ich starte ein Rennen, wobei man das jetzt nicht direkt Rennen nennen kann, finde ich. Weil ich kann weder springen noch laufen. Oh, ich falle in den leichten Trab. Ich bin in den leichten Trab gefallen, jetzt nicht mehr. Ja. Wir führen unser Pferd einfach mal schrittweise im wahrsten Sinne des Wortes herum. Aber es ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, eine schöne Gegend. Also es ist auch dafür, dass es ein MMO ist, wunderschön gemacht. Klar, die Grafik kann natürlich immer besser sein, es sei denn, man spielt so High-End-Games, sage ich mal, wie Tomb Raider oder Resident Evil, das Remake. Aber die Frage ist, möchte man diese Grafik in so einem Spiel haben? Ich glaube nicht. Hier geht es wirklich noch darum, dass es wirklich schön für einen ist, dass man was Tolles hat zum Spielen. Und ich habe gehört, dass man auch sehr viele ganz tolle Quests hier drinnen hat. Ich finde es nur doof, dass das Pferd zwischendurch immer wieder stehen bleibt irgendwie. Ich weiß nicht, warum die so bockt. Ist das, weil die keine gute Laune hat, dass sie zwischendurch bockt? Das kann natürlich sein. Wenn ihr euch mit dem Spiel schon auskennt und ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp wirklich als brutalen Anfänger, also für einen brutalen Anfänger wie mich habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Weil ich möchte natürlich auch schnell in das Spiel reinkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir im Moment echt Spaß. Es ist wirklich mal was anderes. Und ich bin wahnsinnig begeisterte Reiterin früher gewesen, wo ich noch jünger war. Da. Rennen beendet. Du hast gute Arbeit. Da muss ich wieder hingehen. So einen will ich auch, aber komplett in Schwarz. Die guckt sich jetzt die Hufe. Achso, bleib stehen. Ich bin ja schon da. Ich wollte gerade an ihr vorbeilaufen. Fantastisch, gut gemacht. Du und Sunny Princess, ihr wart wirklich ein gutes Team. Weiter so. Ich denke, du bist bereit für ein paar größere Herausforderungen. Wie versprochen, darfst du jetzt frei außerhalb der Stallmauern galoppieren. Galoppieren sogar, okay. Du bist zum einen Level gestiegen. Yeah, ich bin Level 2. Kann ich noch was? Bevor du aufbrichst, um den Rest von Moorland zu erkunden, möchte ich, dass du mir zeigst, dass du mit Sunny Princess auch springen kannst. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, mit welcher Taste ich springe. Beim Springen mit deinem Pferd kommt es vor allem auf das richtige Timing an. Zuerst musst du dafür sorgen, dass dein Pferd schnell genug ist. Du solltest mindestens in der Gangart Kanter reiten. Dann gibst du deinem Pferd den Sprungbefehl und wenn dein Timing gut genug ist, solltest du über jedes Hindernis hinwegfliegen, das dir im Weg steht. Habe ich jetzt ein Pferd oder habe ich jetzt ein Flugzeug? Ich habe ein Sprunghindernis in der Mitte der Strecke aufgestellt. Versuche es zu überspringen. So, ich muss die Leertaste oder das O. Ich hoffe, es ist das rechte O, also die 0, nicht das O. Wenn dein Pferd schnell genug ist, um zu beschleunigen, drücke W bzw. Das ist nicht Bild hoch, das ist die Pfeiltaste hoch, aber ist in Ordnung. Also ich laufe ja die ganze Zeit schon mit den Pfeiltasten. Ja, nehme ich natürlich an. Da hinten ist das Hindernis, okay. Oh, direkt mit 2. Okay.
Und das für einen kompletten Anfänger. Aber gut, wir versuchen es trotzdem. Drehen wir erstmal das Pferdchen. So. Aber die geht doch nur. Wie soll ich die denn zum Traben bewegen? Vor allen Dingen bockt die ja auch schon wieder rum. Sunny Princess. Das finde ich nicht nett von dir, dass du so am Bocken bist. Ich kann ja auch nicht. Hallo. Du sollst Fahrt aufnehmen. Ich kann ja auch nicht beschleunigen. Egal welche Taste ich drücke, die beschleunigt nicht. Hey, das ist auf jeden Fall nicht die Sprungtaste gewesen. Oder es ist die Sprungtaste gewesen, aber ich komme nicht drüber. Ich verstehe nicht, wieso die nicht schneller reiten können. Oder? Moment. Nee, mit der Maustaste. Ach, mit der Maustaste. Ah, jetzt kann ich aber doch jetzt, 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 jetzt. Aha. Ja. Ah. Also man muss das Mausrad, muss ich ein paar Mal drüber springen oder reicht einmal? Man muss das Mausrad gedrückt halten und nach vorne, damit man in leichten Trab fällt. Wobei das jetzt kein leichter Trab mehr ist, aber okay. Aha. Okay. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will mit dir reden. Fantastisch. Du und Sunny Princess, ihr habt das toll gemacht. Zeit, sich größeren Herausforderungen zuzuwenden. Das ist schön. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Du brauchst eine größere Herausforderung als diese Strecke. Die Stalltore sind jetzt offen und draußen hinter den Geschäften befindet sich eine Koppel. Reite dort hinüber und sprich mit Loretta. Sie ist Mitglied des Bobcats-Reitclubs. Eine tolle Reiterin. Sie kann bei Anfängern etwas mürrisch sein, aber mach dir nichts draus. Loretta heißt die. Frage sie, ob sie dir zeigen kann, wie die Wettkämpfe hier in Moorland ablaufen. Ja, das mache ich doch mal glatt. So, treff die Bobcats. Voll der Name. Also ich denke mal, die jetzt so diese Geldstücke oben drüber haben, das sind eher die, die von dir Geld haben wollen. Also sprich, die was verkaufen. Ach, ich wäre jetzt in die andere Richtung geritten, okay. Da kann ich auf jeden Fall schon mal Futter holen. Ich würde sagen, das mache ich auch. So. So, was haben wir denn? Möhren brauchen wir auf jeden Fall. 100 Gold wollen die von mir haben. Da bin ich den Krösus. So viel habe ich doch gar nicht. Oder 3 Sterne. Da muss ich damit Sternen erstmal zahlen. Füttert ein Pferd, wenn es Hunger hat. Das sind zwei. Also Heu nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? So, ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt brauche. Es ist vielleicht nur für einen Tag dann. Ein großes Paket Heu. Danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Ein Grillset. Was will ich mit einem Grillset? Für Pferde oder was? Äpfel, um dein Pferd zu füttern. Okay. Mandarinen, um dein Pferd zu füttern. Ich weiß nicht, ob Mandarinen so gut für Pferde sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Ach, das ist so ein schönes Bild. Ich kann hier keinen Screenshot machen. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich jahrelang geritten. Aber es ist auch schon jahrelang her. Also das war, bis ich so jugendlicher war. Ich glaube, mit 17 oder so bin ich das letzte Mal geritten. Und ja, jetzt bin ich ja mehr als doppelt so alt. Es ist dann doch schon eine Weile her. Was ist denn das hier? Ach, das ist die Kameraperspektive. Ach, cool. Das ist ja mal cool. Okay. Das bringt mir nur alles nichts, weil ich eh keine Fotos machen kann in diesem Modus. Aber trotzdem, zeige das Item an, um es hier zu verkaufen. Ja, okay, ich habe jetzt nichts zum Verkaufen. Also ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal, nehme erstmal einmal Heu mit, aber ich brauche eigentlich auch Wasser. So. Reitstiefel und so weiter. Brauche ich Reitstiefel? Ich weiß nicht. Eine neue Reitkappe, die sind wahrscheinlich auch sehr teuer. Eine neue Reithose wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Was ist denn das da rechts? Ist aber auch nicht so wirklich. Also ich laufe mal so ein bisschen über den Markt hier. So, die haben aber auch... Haben die denn keine Hosen? Stopp, stopp, stopp. Ich muss mit ihr sprechen. Was? Ja, ich bin Loretta. Wer bist du? Susanne, ist das dein Name? Das ist ein wirklich tolles Pferd. Ist es auch schnell?
Jenna hat gesagt, ich würde dir beibringen, wie ein Wettkampf geführt wird. Fabelhaft! Du und dein Pferd könnt unsere kleine Strecke hier in der Koppel ausprobieren, damit ich sehen kann, wie weit du schon bist. Okay, Susanne? Ja, klar. Kein Thema. Was soll ich machen? Nur die Schnelligkeit, oder? Ach so, nein, halt. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, ich sollte mit ihr nochmal sprechen, oder? Mist, jetzt laufe ich hier extra durch die Gegend. Ach, jetzt sind die ja alle schon am Springen. Ich werde ein bisschen neidisch. Der hat aber echt schon ein schönes Pferd irgendwo. Zur Startlinie. Bring dein Pferd in die kleine Koppel hier und fange an zu reiten, während ich dich beobachte. Du musst die Flaggen in der richtigen... Oh, scheiße. In der richtigen Reihenfolge passieren, bevor die Zeit abläuft. Oh, Zeit ist noch schlimmer. Wir tun nur so, als wäre dies ein Wettkampf. Du hast genügend Zeit. Viel Glück. Ja. Mhm. Wir tun nur so, als wäre es ein Wettkampf. Aha. So, so. Also wir müssen jetzt erstmal nur Runden drehen, ja? Mehr nicht? Komm, ich muss dich ein bisschen mehr antreiben hier. Komm. Komm, Sunny Princess. Oh. 25 Sekunden für eine Runde ist vermutlich nicht besonders schnell. Nehme ich an. Also wenn ihr das Spiel schon gespielt habt oder schon lange dabei seid, werdet ihr jetzt wahrscheinlich über meinen ersten Versuch lachen. Aber ja, so ist das nun mal, wenn man mit dem Spiel komplett neu anfängt. Hallo, stoppen. Stopp, stopp, stopp. Ich muss mit dir reden. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich bremse. Ich drücke dann immer zurück, beziehungsweise gleichzeitig das Rädchen zurück. Kann ich mit dir nicht mehr reden? Hallo? Hallo? Loretta? Wieso kann ich mit dir nicht mehr reden? Ah, jetzt. Hm, das war nicht schlecht für einen Anfänger. Du kannst viel schneller reiten, wenn du mehr Erfahrung und eine bessere Ausrüstung hast. Ich glaube wirklich, du könntest richtig gut werden. Es kommt auf die Geschwindigkeit an. Vielleicht kannst du bald auch ein Bobcat-Girl werden. Ja, was ist das? Ich habe das am Anfang gehört. Ich glaube, sie gehört irgendwie dazu, zu den Bobcats oder so. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt lassen die einen hier so ein bisschen im Regen stehen. Das finde ich nicht nett. Da vorne ist noch jemand. Moment, da gehen wir mal hin. Hallo, Marcy Space Ton. Hallo, ich bin Tan. Loretta kann bei den Anfängern manchmal ein bisschen gemein und böse sein. Aber mit dir scheint sie gut auszukommen. Da hast du Glück. Loretta hat dir gezeigt, wie man in der Koppel reitet. Aber jetzt zeige ich dir, wie ein echter Wettkampf funktioniert. Das kann für einen Anfänger schwierig sein. Also geh es langsam an. Du bist noch kein Profi. Aber glaub mir, du wirst viele Chancen haben, dich zu beweisen. Das ist schön. Ja, nehme ich an. Aber ich kriege kein Geld dafür. Das ist doch eine Sauerei hier. Muss ich wieder... Nee, drücke den Button. Okay. Nein, und die kommen alle mit mir mit. Sauerei. Hallo. Ja, schneller. Los. Los, schneller. Muss ich überhaupt hier runter? Ich bin noch in der Strecke. Ich bin ganz stolz auf mich. Also Autos fahren oder so habe ich kein Problem mit. Aber jetzt hier gerade mit der Steuerung, das ist ein bisschen problematisch. Das ist ein bisschen komisch gemacht, auch in Kombination... Ah, nein, lauf schneller, schneller, schneller. In Kombination mit dem Rad drehen, weil ich muss irgendwie mal das Rad drehen, damit die schneller reitet, beziehungsweise schnell bleibt. Geht mir aus dem Weg, ich muss zum Ziel. Ich weiß aber nicht, wo das Ziel ist. Ist das hier schon? Also wirklich Perfektion jetzt nicht, glaube ich. Energy Eagles, das hört sich gut an. Ich guck mal ein bisschen um mich rum, während ich reite, ist kein Thema. Oh, ich bin durch, ich bin durch. Meine Höchstleistung, fast 56 Sekunden. Okay, ist das viel oder wenig? Was habe ich bekommen? Bronze, glaube ich. Ich glaube, so gut war es nicht, ne? Ja, aber mein Pferd ist ja jetzt auch nicht besonders schnell, muss ich dazu sagen. So. Das war besser als erwartet. Du bist doch weit entfernt von einer Rekordzeit, aber das ist ganz normal. Warte ab, bis du und Sunny Princess noch mehr Zeit auf den Strecken hier verbracht haben. Dann wirst du viel schneller sein. Du und dein Pferd werdet gemeinsam besser. Du kannst versuchen, unsere Zeiten zu unterbieten, wenn du willst. Aber nur einmal am Tag. Wir möchten die Strecke nicht die ganze Zeit voller Leute haben. Jeder soll mal eine Runde drehen. Ja, das kann ich verstehen. Was ist mit dir hier eigentlich? Kann man die irgendwie einladen oder anklicken oder so? Hallo? Okay, aber die scheint kein Neuling zu sein.
Ich will auch Freunde haben in diesem Spiel. Also wer möchte, kann mich gerne adden. Ich bin Susanne Rabbitburn, das brennende Kaninchen. nee, eigentlich wollte ich es nicht nochmal versuchen. Aber wenn sie mir das gerade anbietet, dann mache ich das. Aha, doch, ich will es versuchen, weil ich dann XP bekomme. Und Schillinge. Die Frage ist jetzt nur, kriege ich die nur, wenn ich meine Zeit unterbiete? Oh. Das wird allerdings schwierig. Okay. Lauf, lauf! Schneller! Also steuern geht ja eigentlich noch, aber so dieses, es muss immer auf dem schnellsten sein. Das ist natürlich was. Muss ich da immer das Rad nach vorne drehen? Ich meine, ich mache es jetzt. Damit die nicht langsamer wird, weil ich habe nämlich eben das Problem gehabt, die hat plötzlich aufgehört zu reiten, beziehungsweise wurde langsamer, wenn ich nicht das Rad nach vorne gedreht hatte. Was stehst du mir denn jetzt hier im Weg rum? Geh weg da. Willst du dir die Neulinge angucken oder? Irgendwas steht oben rechts. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht lesen. Ich muss gucken, was ich hier mache. Hilfe. Also ich bin natürlich totaler Profi. Ich habe das Spiel schon jahrelang gespielt. Nein, ich glaube, man sieht, dass es nicht so ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Höchstleistung geschafft. Ehrlich? Yeah, ich habe mich selber um, ich glaube, 2 Sekunden unterboten. Zeit erforderlich für Gold 50 Sekunden. Oh, aber immerhin habe ich schon mal Rang Silber. Das ist doch schon mal etwas. So, dann gehen wir da nochmal eben hin. Nein, stopp, stopp. Bleibst du stehen? Kann ich dir jetzt ansprechen? Ja. Gut gemacht, Susanne. Danke. Okay. Also mein Pferd ist schon mal gestiegen. Aber wie kriege ich denn jetzt die Laune meines Pferdes? Oh, das arme Pferd, das ist die ganze Zeit so deprimiert. Ich verstehe das gar nicht. Was kann ich denn machen, damit es nicht mehr deprimiert ist? Bessere Hufeisen kaufen oder Stärke oder so verbessern? Ich will wissen, warum mein Pferd deprimiert ist. Also wenn ihr mir helfen könnt und ihr wisst, warum mein Pferd deprimiert ist, dann bitte schreibt es mir doch in die Kommentare. Und schreibt mir dann auch, ach, ich muss mit ihr nochmal reden. Ich habe eine Einladung zu einem Reitclub bekommen. Okay. Welche denn? Snow Riders? Snow Fighters? Moment. Freunde? Ist das unter Freunde? Ah, die eine hat meine, nee, die eine hat mich ja angenommen, also die hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wo ist das denn mit dem Reitclub? Ach, da. Stormhunters, oh, das ist ein schöner Name. Stormhunters hört sich irgendwie cool an. Oh ja, komm, das akzeptiere ich. Das ist schön. Lass uns mal eben gucken. Regeln sind wichtig. Deshalb gibt es auch hier welche. Niemand wird beleidigt. Wir heißen jeden willkommen. Jeder wird gut behandelt. Wochenplanung. Um A-Team bei der Reitarena. Was jetzt? Um 18 Uhr montags oder was? Dienstags frei. Genießt das Update. Oh Mist, welches Update? Gibt es montags, mittwochs immer ein Update? Ausritt um 19 Uhr bei Stammi. Ich habe keine Ahnung, wo das alles ist. Sonntag frei. Ja, samstags habe ich leider auch keine Zeit, weil da ist mein Freund nämlich hier. Und 19 Uhr freitags werde ich auch nicht schaffen, tut mir leid. Jetzt kommen sie alle nach hier. Hoch, ich krieg schon wieder eine Freundschaftsanfrage. Wir sind die Stormhunters. Das lasst mich erstmal. Moment. Club-Outfit-Reiter. Ach, die haben auch noch vorgefertigte. Ach du Schande. Schwarze Hose, gut, die wollte ich mir eh holen. Schwarze Stiefel habe ich. Rot-weißes Golfshirt. Shopping Center. Ich bin jetzt völlig überfordert, Leute. Also falls ihr mir da irgendwie helfen könnt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das Pferd. Schwarze Trense. Ja, bin ich auch für. Finde ich auch schöner. Schwarzer Spotsattel. Decke im liberischen Stil. Rote Gamaschen. Die sind keine Pflicht. Ja, rot sehe jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd aus bei dem Pferd, muss ich sagen. Ja, sind aber jetzt auch nur 3 Leute drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, wenn man sich, dass man sich so umzieht. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte mit denen eventuell chatten oder so. Das kann ich anscheinend nicht.
Islam Mountain Heart. Ja, nehmen wir doch mal an. Wir nehmen einfach alles an, was wir hier kriegen können. Das hört sich jetzt so gemein an irgendwie. Ja, ich glaube, ich muss mit ihr nochmal sprechen, ne? Moment. Guten Tag. Kann ich mit dir reden? Ja. Hallo Susanne, Justin sucht nach dir. Du findest ihn auf seinem Hof. Du weißt schon, den Ort, an dem du warst, als du hier angekommen bist. Ach, das ist sein Hof. Aber kommt Justin nicht allzu nah. Er gehört nämlich mir. Ja, so besonders toll fand ich ihn jetzt auch nicht. Wir kehren automatisch zu Justice, Justice, sorry, schon zu Justin zurück, okay? Der steht da, als wäre hier voll der Macker. Oh, ich gehe direkt in die falsche Richtung. Aber ist in Ordnung. Kommt, dreh dich. Hallo? Na, dreh dich halt in die andere Richtung. Ist mir doch auch egal. So. Tschakka. Also der Name hat mir jetzt wirklich gut gefallen mit dem Sto jetzt habe ich es wieder vergessen, mit dem Stormy Rider oder so. wo ist denn der? Das ist der John. War der nicht eben noch? Ah, Storm Hunters. Ah. Zeit bis zum Start. Oh, hier ist ein Brunnen. Oh, der hat aber ein sehr schönes Pferd. Muss ich, oh, der hat doch schon einige Dings hier. Hallo, ich glaube, du hast mich eingeladen. Ich finde das schön und Dankeschön. Aber ich weiß nicht, wie ich mit dir schreiben kann. Benutze Eimer. Ja, würde ich gerne. Muss ich dafür absteigen? Irgendwie? Benutze Eimer. Oh, ist die schön, ist sie süß. Ich wollte die zwar gerade gar nicht kraulen. Sunshine Protectors. Die ist aber auch irgendwie niedlich hier. So. Ach so, Moment. Unten sehe ich auf der Karte. Dog Dragon. Hundedrache. Auch nicht schlecht. Unten sehe ich auf der Karte. Kann ich auch sehen. Ja, in welche Richtung ich gucke, kann ich auch sehen. Ich muss da hinten. Ich glaube, sie will mir sogar den Weg zeigen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sie reitet genau dahin, wo ich hin muss. Also kann vielleicht doch sein. Das ist irgendwie cool mit dem Springen. Nein, du sollst weiterreiten. Reite weiter. Ah! Reite weiter. Ja, ich glaube, sie wollte mir sogar den Weg zeigen. Na, aber hallo, ich begrüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinster Werkzeuge aus dem Jorvik-Stellen bringen. Er war fast schon hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße vor der Demaskusmine heruntergerast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist. Dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich, die Werkzeuge suchen zu gehen und sie liegen dort einfach herum und verrosten. Ich habe keine Zeit, selber nach ihnen zu suchen, aber vielleicht könntest du das für mich machen. Ich wäre dir ein wenig dankbar, junge Dame. Ewig dankbar, nicht ein wenig. Die Fracht enthält einen Hammer, einen Metallklammer und eine glänzende Minenhacke aus feinstem Jorvik-Stahl. Ja, das mache ich gerne. Ich habe jetzt Arbeitswerkzeug erhalten. Ich denke, ich sollte das suchen. Hallo? Das ist die Strecke, die ich laufen muss, glaube ich. Und ich muss da durchlaufen, denke ich. Ist jetzt aber alles nur eine Vermutung. Okay. Muss ich nochmal mit dem reden? Nee, okay. Gut. Kann ich die anschreiben hier irgendwie? Oh, ich glaube, ich habe sie gerade ins Team aufgenommen. Kann das sein? Einladung zu einer Gruppe. Einladung annehmen. Ja, denke ich. Moment, kann man die anschreiben? Ich habe sie aber noch nicht als Freund. Ich kann sie auch nicht anschreiben, irgendwie als Freund. Stopp. Halt. Hi, wollen wir nach vor Pinter?
Ich würde dich gerne anschreiben, aber ich weiß nicht wie. Lade einen Freund ein. Inspizieren. Inspizieren? gesammelte Sterne. Okay, das ist es nicht. Mist. Och, Mädel, wie kann ich dich denn anschreiben? Es tut mir so leid. Ich kann... Och. Ja, ich reite mal einfach hinter dir her. Ich habe ja, ich weiß ja, dass ich hier noch ein Ziel habe. So, kann ich hier in leichten Trab verfallen? Ja, okay. Komm, lauf! Lauf! Juhu! Will das Pferd springen? Ich weiß es nicht. Da steht immer, dass es springen kann, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob das Pferd das möchte. Die Bobcats-Strecke verlassen, okay. Ach so, da gehe ich direkt. Oh! Oh! Okay. Lauf! Lauf! Lauf, Pferd, lauf! Wie habe ich dich genannt? Sunny Princess. Oh, das war die falsche Strecke, oder? Kürzt hier ab. Aha, aha. Wieso darf ich hier nicht rum? Ah, die Straße ist versperrt. Ich kann hier nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Es tut mir so leid.